Wir spielen jetzt Two Point Hospital. Eine lustige Krankenhaus-Simulation. Jetzt sind auf einmal wieder 40 Ach, Frames. Jetzt sind die Frames pro Sekunde doch hochgeschraubt worden. 52% der Patienten wurden gesünder. Oh, yeah. Das ist ja eine Wahnsinnsquote. Ja, ist tatsächlich auch hier. Narzissmus ist nicht zum Lachen. Überlassen Sie sich. Ach, ich dachte nicht zum Heilen. Einfach uns. Wir erschaffen eine strahlende Zukunft und wirklich nichts kann sich uns in den Weg stellen. Alles scheint, klar. Wir haben einfach das Beste. Also kommen Sie ins Krankenhaus von Two Point. Wir suchen neues Personal, neue Patienten. Ja, dann sind wir als neue Chefärzte doch genau richtig. Wunderbar. Krankenhausleitung. Das Spiel scheint jetzt auch flüssig zu laufen. Ich dachte gerade eben, also die Grafikqualität haben wir jetzt ziemlich runtergeschraubt. Also das Spiel sieht in echt wahrscheinlich besser aus. So, wir werden jetzt unsichtbare Köpfe heilen und eventuell auch Narzissmus heilen. So, willkommen im Two Point County. Ich bin Albert Crank und werde auf dieser Reise dein zuverlässiger Berater sein. Herrlich. Das hier ist Hogsport, wo dein erstes Krankenhaus steht. Klick es an, um anzufangen. Ja, tue ich. Es passiert aber nichts. Da, jetzt. Hogsport. Hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Lerne die Grundlagen in deinem ersten Krankenhaus. Ich denke, bei so einem. Jetzt ist die Framerate nämlich wieder eingebrochen. Bei so einem Spiel ist das aber vielleicht auch egal. Da das wahrscheinlich ähnlich mit Grafik punktet und auch trotzdem wahrscheinlich einigermaßen übersichtlich ist. So, Krankenhaus von Two Point. Bist du bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen? Sicherlich. Ja, wir haben $200.000 auf dem Konto. Im Krankenhaus umsehen. Wahrscheinlich willst du dich erstmal umsehen. So bewegst du die Kamera. Rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen. Bewege den Mauszeiger zum Bildschirmrand. Nutze die Tasten WASD. Du kannst mit dem Mausrad zoomen mit der mittleren Maustaste. Wir haben keine mittlere Maustaste. Doch, die Kamera, wenn du aufs ach so, Rad drückst. Ach so, ah, tatsächlich. Versuche dich im Gebäude umzusehen. Halte die rechte Maustaste gedrückt und ziehe den Boden. Bewege den Mauszeiger zum Bildschirmrand und verwende die Tasten WASD. So, jetzt müssen wir ja so ein tolles Tutorial machen, aber wie wir bei einigen Spielen gemerkt haben, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das Krankenhaus braucht zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich die Patienten anmelden, wenn sie im Krankenhaus eintreffen. Bauen wir einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. Okay. Wir klicken auf Objekte, klicken auf Aufnahme, die kostet $1000. Ja, jetzt müssen wir die halt irgendwo hinsetzen. Am besten bauen wir mal hier hin, da können dann die unsichtbaren Leute sich melden, falls sie gesehen werden. Ach, scheiße, falsche Maustaste gedrückt. $1000. Empfangsmitarbeiter. Wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir gleich einen ein. Klicken Sie auf Einstellen und Assistenten, um die Bewerber anzusehen. Ja, wir haben verschiedene Bewerber zur Auswahl. Molly Wumms, Jimina, oder Annika Pullover. Assistenten klicken. Charlotte Deluxe, Aubrey Markenfield oder Edmund Mehr. Was wir haben verschiedene Preise. Charlotte Deluxe kostet das Dreifache von den anderen, hat aber auch das Vierfache an Qualität. Sie hat emotionale Intelligenz, Ausdauer, Training. Ich meine, wir haben ja 200.000. Bevor wir da jetzt irgendeine Pfeife hinsetzen. Da hat wir mal die gute, oder? Charlotte hat Potenzial, hält Jasmine Odyssey für überbewertet, wer auch immer das sein soll. Nehmen wir die mal, oder? Ich halte das jetzt auch für schwierig, so das hochqualifizierteste Personal direkt am Empfang abzusetzen. Die könnte wahrscheinlich auch Chefärztin sein, aber. So, bevor wir die Türen öffnen, brauchen wir eine Praxis. Patienten werden in der Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten, entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Wir müssen jetzt eine Arztpraxis bauen. Um ein Zimmer zu bauen. Klicken Sie auf Zimmer und dann auf Arztpraxis. Mindestens 3x3 müsste das groß sein. Kostet $5.800, da ist das Geld wahrscheinlich auch schnell weg, aber wenn das Krankenhaus noch komplett leer ist, Dann machen wir halt mal hier in die Ecke oder? Ja. Wirklich sinnvoll den Platz nutzen. Ja, mindestens 3x3 muss es groß sein. Ja, ich denke, das will auch. Ja. Reicht das? Wir können das jetzt wie bei den Sims auch einrichten mit Feuerlöscher, Abfalleimer, Aktenschrank. Kommt hier die Tür hin. Den Tisch brauchen wir mindestens. Wenn wir nett sind, vielleicht auch noch einen Mülleimer. Brauchen wir sonst noch? Wir haben jetzt eine Tür, einen Schreibtisch und einen Aktenschrank. Ja, okay. Klick dann auf das grüne Häkchen. Wo ist das grüne Häkchen? Zur Auswahl. Das finde ich schon wieder nervig. Klick dann auf das grüne Häkchen. Ach, das ist hier oben. Abfalleimer gibt's nicht.
Dr. Whom. Ausgezeichnet. Wir brauchen einen Arzt für die Arztpraxis. Stellen Sie ein. Einstellung. Ja, dann nehmen wir mal. Ja, das sind jetzt hier. Die kosten alle ungefähr gleich viel und sind auch alle ungefähr gleich gut bzw. schlecht. Alarm 2 Sterne. Behandlung. Diagnostik. Der ist gut in Behandlung. Würdest du nicht gern zu einem Arzt gehen, der Aubergine mit Nachnamen heißt? Ja, auf jeden Fall. Frau Dr. Aubergine hat den grünen Daumen, streitet gern, lustig, verfügt über ausgezeichnete Tiefenwahrnehmung. Hört sich gut an. Die kann dich vielleicht nicht heilen, aber die ist vielleicht dann vielleicht ein guter Spruch auf den Lippen. So, Krankenhaus ist offen. Auch wenn wir nur eine Praxis haben. Ist ja eigentlich von einem Krankenhaus noch weit entfernt. Ist eigentlich eine kleine Praxis in einem riesigen Gebäude. Zoom und drehen. Benutze zum Ran- und Wechseln das Mausrad. Um die Ansicht horizontal zu drehen, halte das Mausrad gerückt und bewegt die Maus nach links und rechts. Behalten wir unseren ersten Patienten im Auge, während er sich zur Arztpraxis begibt. Das erinnert mich auch an das PC-Spiel Bean, das ich damals gespielt habe. Das war aber so mit sehr... Ah, was? Nein, Teufel! Das war auch so ein Krankenhausspiel, das hat auch keinen jugendfreien Humor, sag ich mal. Sehr viel mit nackten Frauen. Unser erster Patient, guck mal. Hier kommt, aber Team Hospital, glaube ich, auch gespielt. Das sieht er hier echt, ich glaube, das war auch von Sega. So, da ist der erste Patient. Was hat die dann so auf dem Herzen? Ja, dann würde ich erstmal hier zum Arzt marschieren. Ach so, machen die das jetzt von selber? Früher musste man, glaube ich, bei den Spielen auch irgendwie selber Tim Light, oh, er braucht eine Diagnose. Ich dachte, wir müssen da jetzt auch irgendwie mitentscheiden, was wir mit denen machen oder so. Vielleicht auch nicht. Tim Light. Ach, muss zur Apotheke. Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Okay, wissen wir denn jetzt auch, was der braucht? Wir brauchen jetzt ganz schnell eine Apotheke, weil der braucht... rennt er weg. Eine neue Krankheit wurde entdeckt, Mörteln. Die Mörtel-Ansteckung erfolgt meist im Badezimmer. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen rausgekratzt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür brauchen wir eine Apotheke. Was ist das jetzt? Sowas wie Krätze? Oder? Wahrscheinlich eine Mischung aus Masern und Röteln. Das kann sein. Ja. Dann bitte ich den mal zu warten und dann bauen wir mal kurz eine Apotheke, oder? Ja. Mein Wartezimmer haben wir auch nicht, oder? So. Dann soll er hier im eine Apotheke. Eine Apotheke brauchen wir mal schnell. Wo machen mach irgendwo hin. Vielleicht nicht unbedingt in den Weg zur. Ich habe einen Ausgang. Ja, wie groß muss denn die sein? Weiß nicht. Ich glaube, wenn es groß genug ist, wird das sich blau färben. Das ist auf jeden Fall zu klein. Muss größer machen. So. Da eine Tür hin, Krankenpfleger rein. Oh, ein Medikamentenmixer. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Bitte befinden Sie sich wohl. Nö. Was brauchen wir denn da noch? Einen Krankenpfleger brauchen wir noch. Gehen wir auf Einstellen. Brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Einen Akt? Unten links auf Einstellen, Krankenpfleger, der da. Achso, nee, das Zimmer ist noch nicht fertig. Wo sehen wir denn, was wir brauchen? Oder du musst da oben auf den grünen Haken klicken. So. Jetzt schnell einen Krankenpfleger einstellen. Oh, der ist teuer. Der ist zu teuer. Dann nimm lieber den mittleren. Bernhard Trosshoch. Hat nur Stroh im Kopf, stand da. Was ist dieser Grüne da? Ist das irgendwie Patient? Ja, das sind, glaube ich, Patienten. Die gehen halt erstmal hierher, werden dadurch infiziert, kommen durch jetzt zur Apotheke. Ach Gott, oh Gott. Wir machen mal kurz Pause und speichern mal einmal. Drück mal auf